I am the Jochen und das ist der Frühsport für Donnerstag, den 18. März 2021. Schönen guten Morgen. Champions League Achtelfinale ist durch und sind wir mal ehrlich, so richtig der Knaller war es jetzt nicht diese Woche. Also auch heute die beiden Spiele, ich weiß nicht, Unterhaltungswert hielt sich in Grenzen. Es zeigt sich so ein bisschen die Schwäche dieses Formats mit Hin- und Rückspiel. Es war letztes Jahr da in Lissabon doch irgendwie knackiger mit den K.O.-Spielen in einem einzigen Duell immer nur. Weiß ich nicht. Also wird dieses Jahr nicht so sein. Sie machen wieder Hin- und Rückspiele natürlich traditionell. Aber was auffällig ist diesmal, alle 8 Mannschaften, die die Hinspiele gewonnen haben, sind auch weitergekommen. Die meisten haben ihr Rückspiel auch wieder gewonnen. Gab nicht immer, es gab nur 2 Unentschieden und Juventus hat das Rückspiel dann zwar auch gewonnen gehabt, aber insgesamt dann trotzdem verloren. Aber im Grunde genommen hätte man nach dem Hinspiel schon abbrechen können und sagen, hier Freunde, wer gewonnen hat, ist weiter. Bisschen schade. Und da graut es mir auch ein bisschen bei der Europa League heute Abend vor, denn da gibt es auch schon einige Spiele, die sehr klar entschieden sind. Schauen wir aber erstmal kurz auf die Champions League. Gestern Abend noch die Bayern gegen Lazio Rom weitergekommen, erwartungsgemäß. Und Chelsea hat sich wieder durchgesetzt gegen Atletico mit 2-0. Damit Atletico Madrid draußen. Wir haben im Viertelfinale noch 8 Mannschaften, die derzeit besten 8 Mannschaften Europas. Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu. 3 davon kommen aus England. Nämlich Chelsea, Liverpool und Manchester City. Die sind alle weitergekommen. Das ist schon wieder ganz gut. Aber jetzt kommt's. 2 deutsche Teams, Bayern und Dortmund, sind ebenfalls in die Runde der letzten 8 eingezogen. Dazu aus Frankreich Paris Saint-Germain, aus Portugal der FC Porto und aus Spanien Real Madrid. Das war's dann aber auch. Keine italienische Mannschaft in diesem Jahr dabei. Und jetzt kommt die Auslosung am Freitag, also morgen, zum Viertelfinale und zum Halbfinale auch. Die losen das auf einen Schwung jetzt durch. Es gibt keinerlei Setzlisten mehr. Es ist alles möglich. Also auch Bayern gegen Dortmund im Viertelfinale. Das wäre natürlich doof. Das wollen wir nicht jetzt sehen. Das wäre wieder ein schickes Finale. Aber auch die Engländer könnten aufeinandertreffen natürlich. Es gibt da hochinteressante Konstellationen. Wir könnten zum Beispiel Thomas Tuchel gegen Paris Saint-Germain gezogen bekommen mit Chelsea, wo er ja noch zu Beginn der Saison war bis Weihnachten und dann gegangen wurde. Ebenso könnte natürlich Tuchel auch auf Dortmund treffen. Genauso könnte Jürgen Klopp wieder mal auf Dortmund treffen. Aber auch Pep Guardiola gegen die Bayern wäre ein interessantes Duell mit Manchester City. Natürlich, klar, es wird nicht Pep Guardiola gelost, sondern der Manchester City. Aber es wäre natürlich dann der Fokus, die Story wäre Pep gegen Bayern, genau wie Klopp gegen Dortmund. Wir lassen uns mal überraschen, was kommt und hoffen natürlich einfach, dass wir möglichst nicht die Bayern gegen Dortmund kriegen. Und die Engländer, ganz ehrlich, ich will die auch noch nicht gegeneinander sehen. Das ist natürlich klar, Liverpool gegen Manchester City und so, ja, ist ein hochkarätiges Spiel, aber dafür gibt es ja auch noch andere, meine Meinung. Interessanter Randnotiz noch, es ist wieder mal ein, was ist wieder mal, das kommt nicht sehr oft vor, das ist ein Viertelfinale ohne Cristiano Ronaldo und ohne Lionel Messi. Die sind nämlich beide ausgeschieden mit ihren Teams Juve und Barcelona. Ich sagte schon, am Abend ist Europa League Achtelfinale mit den Rückspielen. Die hauen alle an einem Abend durch, alle 8 Spiele. Nicht wie in der Champions League, dass sich das Ganze über 2 Wochen zieht. 4 Partien gibt es um 18:55. Da sind allerdings 3 schon so gut wie entschieden, denn Rom, Tottenham und Granada haben die Hinspiele schon mehrfach zu 0 gewonnen. Also nicht mehrfach, sondern mehrere Tore zu 0 gewonnen. 2-0, 3-0 waren da schon die Hinspielsiege. Das, denke ich, brennt nicht mehr an. Arsenal trifft noch auf Piräus, da habe ich noch so eine kleine Spannungshoffnung drin, denn Arsenal in der Liga ja wieder ein bisschen im Kommen, aber trotzdem nur 10. Also von der Liga-Platzierung her das schwächste Team, was noch im Feld hier drin ist. Die treffen auf Piräus, Tabellenführer aus Griechenland, und haben das Hinspiel 3-1 gewonnen, die Gunners in Griechenland. Letztes Jahr haben sie das Hinspiel auch schon gewonnen in Piräus und dann im Rückspiel haben sie verloren. Zu Hause mussten in die Verlängerung und da sind sie dann ausgeschieden. Wer weiß, ob sich Geschichte wiederholt. Aber das wäre mein Fokusspiel in dem ersten Block. Die anderen 3 sind, wie gesagt, eher so ein bisschen Staffage, weil ich glaube, die sind durch. Im 21-Uhr-Block natürlich sticht heraus, wie schon in der letzten Woche, Milan gegen Man U. In der Liga jeweils sind sie beide 2. Und Hinspiel 1:1 lässt alles offen fürs Rückspiel. Und das ist auf jeden Fall das Duell zweier Top-Favoriten, die hier auch theoretisch das Ding am Schluss gewinnen könnten. Das gibt es auch auf Nitro zu sehen live ab 21 Uhr.
Alle Spiele natürlich auch auf The Zone einzeln oder in der Goal Zone, die ich vielleicht auch für diesen zweiten Block mal ans Herz legen möchte, wer da noch nicht reingeschaut hat. Denn da gibt es auch noch den Tabellenführer aus Schottland und auch schon feststehenden Meister, die Glasgow Rangers, gegen Slavia Prag, Tabellenführer aus Tschechien. Hinspiel auch hier 1:1, alles noch drin. Und dann haben wir noch Ajax und Villarreal, die auch schon das Hinspiel jeweils mit mehreren Toren zu 0 gewonnen haben. Wieder 2-0, 3-0, also die dürften auch wieder durchkommen. Aber diese zwei Spiele, das gibt, glaube ich, eine nette Goalzone. Wie auch immer, guckt euch an, was ihr wollt. The Zone ist heute Abend eure Anlaufstelle für die Europa League. Noch kurz ein paar Fußballnachträge von gestern. Wir haben Coupe de France gehabt. Paris Saint-Germain hat gewonnen gegen Lille, 3-0, klare Sache. Damit die Pariser also im Viertelfinale als erstes Team. Und dann haben wir Tabellen begradigt. Zum Beispiel wurde in der spanischen Liga die Tabelle mal komplett gemacht. Das gab es auch schon länger nicht mehr. Frankreich ist schon seit kurzem komplett, jetzt auch Frankreich. Sevilla hat sein letztes Nachholspiel dort gewonnen. Und wir blicken kurz auf die Tabellenspitze aber nur. Einfach, weil es schön ist, dass das jetzt hier schön glatt gezogen wurde. Und dann wissen wir, was hier Sache ist. So sieht es in Spanien jetzt oben aus, ohne ausstehende Nachholspiele. Wir haben Atletico nach wie vor vorne. Jetzt, da sind wir 4 Punkte vor Barça. Barça, das kriege ich oft auch nicht hin. 2 Punkte, die wiederum vor Real. Und dann haben wir unten Sevilla jetzt mit 54, also 3 hinter Real. Die haben durch den Nachholsieg gestern ein bisschen Boden gut gemacht. Wir haben auch die beiden Pokalfinalisten, nämlich Barcelona und Sevilla, mit dabei. Und das sind momentan die Champions League-Teams. Meisterkampf, würde ich sagen, ist da noch offen. Oder wieder offen. Atletico hatte ja mal 10 vor. Und wenn wir nach unten gucken, bis es da mal weitergeht, da kommt lang nichts. Irgendwann kommt dann Real Sociedad. Da unten beigedümmelt, aber das ist eine Lücke auf jeden Fall, die entstanden ist. Dann haben wir gestern die dritte Liga fast komplett hier. Da fehlen jetzt noch 2 Nachholspiele von Zwickau. Aber ansonsten sind wir jetzt auch glatt mit der Liga. Wir haben jetzt in den letzten 3 Wochen da 14, 15 Nachholspiele runtergerissen. Aber das war auch nötig und das war auch gut so. Denn jetzt haben wir auch hier im oberen Bereich zumindest Klarheit. Unten sind diese Nachholspiele noch von Zwickau. Aber wir schauen mal auch hier oben rein. Glatter Tabellenstand. Wir haben Dresden vorne mit 58 Punkten, 4 vor auf Rostock und Ingolstadt, die jetzt punktgleich sind. Gab gestern Abend nochmal einen Sieg der Dresdner gegen Wiesbaden und damit sehen wir auch, Wiesbaden kommt dann da unten in diesem Verfolgerpulk. Aber Verfolger ist halt relativ, das sind schon 19 Punkte, also 9 oder 10 Punkte Rückstand. 60 Saarbrücken, Wiesbaden und Verl, die 60 ja gestern nur unentschieden in Lübeck beim Tabellenletzten. Das war dann doch irgendwie auch ein bisschen wenig. Jo, aber also hier die 3 da vorne, wir wissen ja, 2 steigen auf, einer geht in die Relegation, das sollten dann eigentlich die 3 auch werden bei dem Vorsprung. Und dann kommt da unten irgendwann noch der Gütschü angetrabt, aber auch die werden da, glaube ich, keine Rolle mehr spielen. Letzte Tabelle aus dem Fußball für jetzt kommt aus der zweiten Liga. Gestern gab es ein Nachholspiel, was Fürth gewonnen hat in Regensburg. Und das führt dazu, dass wir in der zweiten Liga oben wieder eine gewisse Spannung haben, denn hier sind wieder 3 punktgleiche Teams, Kiel, HSV und Fürth. Wir hatten ja mal alle 4 Punkte gleich. Die Bochumer haben sich jetzt 2 Punkte nach vorne gemogelt. Aber trotzdem, die 3 bleiben natürlich da im Nacken sitzen. Und Kiel hat noch ein Nachholspiel. Das heißt, die könnten sogar noch die Tabellenführung übernehmen. Ansonsten ist es der Vierkampf, der weiterläuft. Hier unten Karlsruhe, Düsseldorf, Heidenheim. Ja, selbst wenn Heidenheim noch das Nachholspiel gewinnt. Wobei, das sind 4 Punkte. Also sag mal, so da endet es dann aber irgendwie. Das dürfte so die Aufstiegszone dann bleiben. Mehr zur zweiten Liga und allen anderen Ligen dann am Wochenende aus dem Bereich des Fußballs. Und jetzt habe ich doch noch was anderes an Tabellen versprochen. Und zwar sage ich schon seit Beginn der Woche auf den besonderen Wunsch, der hier mal geäußert wurde, auch von meinem Zuschauer Sascha. Der hat gesagt, mach doch mal hier ein kleines Special zur DEL. Guck mal, wie es da steht in den Tabellen. Da habe ich gesagt, machen wir gerne, wenn die Hauptrunde rum ist. Und das ist jetzt der Fall. Übrigens, vielen Dank für die Rückmeldung, die ihr mir wieder gebt unter die Videos. Also auch an Sascha und auch an alle anderen. Nächste Woche gibt es ja Specials zur Conference League. Das wurde ja auch schon gewünscht letzte Woche. Wenn ihr irgendwas habt, was ich für euch tun kann, schreibt es in die Kommentare unter die Videos. Da freue ich mich sehr drüber. Und was ich inzwischen gelernt habe auch, je mehr ihr in die Kommentare schreibt, desto mehr werden die Videos auch anderen sportinteressierten Menschen gezeigt. Und das führt dann dazu, dass ich vielleicht sogar noch mehr Menschen erreiche mit dem Zeug, was ich hier mache. Wobei ich sagen muss, wir haben jetzt 115 Abonnenten auf dem Kanal und jeden Tag immer noch Aufrufe zwischen 50 und 70. Das ist schon deutlich mehr, als ich mir am Anfang da erträumt hatte. Vielen Dank an euch alle fürs Gucken und fürs Liken, fürs Daumen nach oben geben und fürs Kommentieren und fürs Weiterempfehlen. Das motiviert immer wieder, ne? Wenn man hier so abends sitzt und denkt sich, hey, das haben gestern wieder 60 Leute angeguckt, was ich hier so erzählt habe. Großartig. Also bitte weitermachen so, ich freue mich. Vielen Dank.
Ja, DEL, Deutsche Eishockey-Liga. Gestern haben wir diese Hauptrunde abgeschlossen mit dem Sieg der Wolfsburger in Köln. Und jetzt haben wir 24 Spiele abgeschlossen pro Mannschaft. Und zwar sind die ja dieses Jahr geteilt in 7 Teams in die Nordgruppe, 7 Teams in die Südgruppe. Da haben sie jetzt jeder gegen jeden 4-mal gespielt innerhalb der Gruppen. Das sind die 24 Spiele, 4 mal 6 Spiele jeweils. Und da ist jetzt Schluss mit. Jetzt hatte man diesen Joker übrig gelassen. Wir könnten jetzt abbrechen. Oder, weil bis jetzt haben die Nord- und Südteams nichts mehr damit zu tun gehabt, oder wir schließen jetzt eine doppelte Runde an, Nord gegen Süd, also Hin- und Rückspiel jeweils. Und Corona-Zahlen steigen, aber sie starten jetzt trotzdem. Mal gucken, wie es durchkommt. Das heißt, in den nächsten Wochen werden jetzt die 7 Nordteams gegen die 7 Südteams jeweils spielen. Einmal Hin-, einmal Rückspiel, also 14 weitere Spieltage. Und so sieht sie aus, die aktuelle Tabelle in der deutschen Eishockeyliga. Ich habe einen weiteren Kniff jetzt hier gewagt. Wir sehen hier auf der linken Seite die Nordtabelle und auf der rechten Seite die Südtabelle. Ich habe sie aber beide mal in eins gepackt, dass man die Unterschiede besser sieht. Die beste Mannschaft der DEL momentan ist Mannheim aus dem Süden mit 58 Punkten vorne. 3 Punkte gibt es hier auch für einen Sieg, einen Punkt für Unentschieden und dann in der Overtime oder Penalty-Schießen verloren. 2 Punkte für einen Sieg nach Unentschieden und 0 Punkte natürlich für eine Niederlage. Die Berliner sind Tabellenführer im Norden, Mannheim wie gesagt im Süden. So, beide hier relativ klar vorne. An zweiter Stelle Bremerhaven und München, interessanterweise punktgleich mit 46. Der dritte hier im Süden Ingolstadt. Und jetzt kommt der Norden und klumpt sich. Wir sehen mal gelb unterlegt die, die momentan in den Playoffs wären. Das sind 4 aus jeder Gruppe. Und da haben wir hier Wolfsburg und Iserlohn in der Nordgruppe, gefolgt von Köln und Düsseldorf. Diese 4 behaken sich schon seit geraumer Zeit. Und das Interessante ist, dass hier mittendrin ja die Trennlinie geht zwischen Playoff und Nicht-Playoff. Düsseldorf zuletzt am Stück verloren und böse runtergerutscht. Die müssen gucken, dass sie wieder Anschluss kriegen. Wir sehen aber hier drüben, Schwenningen wäre mit der Punktzahl locker als Vierter noch drin in den Playoffs aus der Südgruppe. Denn die haben ein ziemliches Gefälle drin. Na, geht's jetzt nicht weiter? Jetzt geht's weiter. Ziemliches Gefälle drin in der Südgruppe. Denn jetzt ist der Norden hier, das ist der vorletzte Düsseldorf, wohlgemerkt. Und dann ist Schluss, fast. Wir kommen gleich ganz unten, haben wir noch was. Aber jetzt geht es hier drüben weiter mit Straubing und Augsburg. Die sind so ein bisschen auf den Schwenningern auf den Fersen. Und jetzt kommt eine Riesenlücke in beiden Gruppen. So, und da ganz unten, mal hochhalten, da sehen wir Krefeld und Nürnberg mit 15 und 17 Punkten. Also für die ist es jetzt schon eigentlich gelaufen. Also die werden da nicht mehr, spielen aber auch gegeneinander zweimal. Kann man noch ein bisschen was gewinnen. Aber ansonsten ist das durch für die beiden. Krefeld und Nürnberg werden, ich bin auch schon auf der nächsten Seite hier, die werden da nichts mehr reißen. Ich denke mal, hier im Süden, die ersten 3 sind klar. Es dürfte auch zwischen diesen dreien hier gehen: Schwenningen, Straubing, Augsburg in den nächsten Wochen. Und im Norden ist dieser Vierkampf halt definitiv interessant: Wolfsburg, Iserlohn, Köln und Düsseldorf. Das Ganze wird jetzt abgerissen innerhalb von 4 Wochen, diese Spiele, wo die Mannschaften dann jeweils 3 oder sogar 4 Mal in der Woche ran müssen. Und dann wissen wir, wie unser Playoff-Teilnehmerfeld dann aussieht. Wie gesagt, 4 aus dem Norden, 4 aus dem Süden schaffen es. Ich halte euch auf dem Laufenden. Basketball Europa, Euroleague heißt es, gibt es heute Abend mit Alba Berlin gegen Olympiakos um 20:30 Uhr auf Magenta. Wer keine Europa League gucken möchte im Fußball, guckt Euroleague im Basketball. Und Handball-Bundesliga gibt es auch. Da hat gestern ein Spieltag ja begonnen. Heute gibt es die restlichen 4 Spiele, die noch fehlen, um 19 Uhr auf Sky einzeln oder in der Konferenz. Allerdings fehlt ein Spitzenspiel in diesem Abend. Es ist aber Handball. Wer Handball gucken möchte, guckt das dann. Wer Ski Alpin gucken möchte, der muss hoffen, dass er gucken kann, weil gestern hat es nicht geklappt. Hat nicht sollen sein, die Winde von Lenzerheide, wie ich es genannt habe gestern, oder auch der Nebel von Lenzerheide und der Schnee von Lenzerheide. Also es waren Wetterkapriolen sondergleichen. Deswegen konnte gestern nicht gefahren werden. Das blöde Reglement sagt auch, bei einer WM darf man auch nichts tauschen, tagemäßig. Hatte ich gestern ja auch schon erwähnt. Bei Olympia kein Thema. Sorry, nicht bei der WM, beim Weltcup-Finale. Bei der WM geht's. Da haben wir ja dieses Jahr, meine Herren, haben wir getauscht. Da hier am Anfang bei der WM, da hat der erste Mal gar nichts funktioniert. Aber hier ist es nicht möglich beim Weltcup-Finale. Da sagt das Reglement, es findet an dem Tag statt oder es fällt aus. Und gestern war es eben so, das Abfahrtsrennen fällt dann halt aus. Heute ist angesetzt Super-G, der letzte jeweils der Saison. Um 9:30 Uhr die Frauen und um 11 Uhr die Männer. Vielleicht. Geplant ist es. Das erste würde live übertragen im Fernsehen und auch auf Sportschau.de oder Eurosport 1 wird es auch zeigen, wenn es nicht auch wieder ausfallen muss. Das wäre ärgerlich, aber wir hoffen mal das Beste, dass wir noch ein bisschen Ski Alpin zu sehen bekommen in dieser Saison. Wäre doof, wenn jetzt gar nicht mehr wäre.
gar nicht mehr ist im America's Cup. Der ist nämlich entschieden für dieses Jahr und damit schließe ich für heute, denn der America's Cup geht an Team New Zealand erneut. Sie haben den Titel also verteidigen können gegen die Luna Rossa Yacht aus Italien. Herzlichen Glückwunsch dazu. 7:3 am Ende nach 10 gefahrenen Rennen der Sieg für die Neuseeländer. Damit also der älteste Pokal der Welt, der America's Cup, wieder in den Händen der Neuseeländer. Und 2023 geht es dann weiter mit der nächsten Herausforderung. Wer die dann aussprechen wird an Team New Zealand, ist noch nicht bekannt. Aber ich werde mich dann wieder melden, wenn es diesen Kanal bis dahin noch gibt, mit dem Segeln. Ich hoffe, bis morgen gibt es mich noch. Dann würde ich nämlich ein bisschen erzählen, wer im Lostopf liegt bei der Europa League. Und dann fangen wir auch schon langsam an, uns aufs Sportwochenende vorzubereiten. Vielen Dank fürs Zugucken soweit und habt einen schönen Donnerstag. Bis morgen. Tschüss.